So, liebe HTLer und HTLerinnen, es gibt wieder eine neue Serie und zwar geht es heute darum in unserem Post, dass wir schauen, wie kann man jetzt im Igel zum Beispiel eine Drahtbrücke legen, wenn man eine einseitige Platine hat und eben zum Beispiel nur eine oder vielleicht zwei Leiterbahnen auf der Oberseite hätte. Ich habe da jetzt eine Platine liegen von mir, die ist schon teilgeroutet und was man sieht, es fehlt mir diese Verbindung. Jetzt ist so, dass ich auf dem Bottom Layer, also auf der Unterseite, nicht durchkomme da herüber. Geht nicht. Aber ich möchte hier auf jeden Fall vermeiden, dass ich ein Doppelprint, also eine zweiseitige Leiterplatten brauche. Ich möchte eine Drahtbrücke legen. Und das macht man eigentlich recht einfach. Man macht es so, als wie wenn wir den zweiten Layer zur Verfügung hätten. Und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Wir gehen ganz normal auf den Root-Befehl. Wie wir das immer gewohnt sind, wenn wir routen und klicken auf die Luftlinie. Zack. Ich kann da nirgends durch und meine Auto-Routing-Funktion, die automatisch aktiviert ist, findet auch keinen Weg. Das heißt, ich muss jetzt versuchen, eine Drahtbrücke zu legen. Und das Geheimnis bei der Drahtbrücke ist, ich fahre einfach zu der Position, wo ich die Brücke legen will. Und drücke auf das Mausrad. Ich klicke auf das Mausrad und bekomme dann vom Kartsystem ein Via, quasi eine Durchkontaktierung. Wichtig, ich stelle die Via-Bohrung auf 0,6 mm, also 23,6 Mill, das sind 0,6 mm. Warum? Weil der Draht hat ja letztendlich einen Durchmesser von ca. 0,5, 0,6, also muss ich auch die Bohrung so groß machen. Enter, dass er es übernimmt. Und dann platziere ich das Via an der Position, wo ich meine Drahtbrücke beginne. Und jetzt wechseln wir automatisch auf einen anderen Layer. Und wichtig ist, Drahtbrücken können nur vertikal oder horizontal sein. Also die kann eine Drahtbrücke so nicht legen. Ich kann sie nicht so legen. Eine Drahtbrücken kann ich nur horizontal oder ich könnte sie vertikal legen. Also das muss immer gerade sein, ich darf es ja nicht schräg legen oder irgend sowas. Das heißt, ich mache jetzt so eine Linie, klick wieder an den Punkt, wo ich dieses Via mache und fahre dann auf dem Layer weiter. Das Ergebnis ist, ich habe quasi jetzt ein Via gesetzt, da beginnt meine Drahtbrücke, ein zweites Via, da endet meine Drahtbrücke. Diese Drahtbrücke ist nur horizontal, die geht nur in dieser Linie und ich brauche nur den Draht reinlegen und biegen. Ich sage es nochmal, man kann eine Drahtbrücke nicht irgendwie wie eine Leiterbahn beliebig fahren, sie kann nur vertikal oder horizontal sein. Gut, beim Fertigen wird jetzt quasi der Bottom Layer, das blaue quasi, wird geätzt und der Top Layer hat kein Kupfer. Die Bahn ist zwar da, aber das ist nicht mit Kupfer gemacht, sondern da kommt jetzt mein Stück Draht hinein und das ist die klassische Drahtbrücke. Und so kann man im Igel eigentlich jede Drahtbrücke machen, die man irgendwie braucht. Kleines Beispiel noch da, da käme ich durch, aber ich mache das jetzt auch wieder zum Herzeigen. Jetzt machen wir es vertikal, das ist natürlich auch möglich. Ich gehe auf Root Airwire, ich fange da zum Beispiel an. Ja, da muss ich jetzt die Leiterbahn ein bisschen dünner machen. Gehen wir mal auf 10 mm, aber dass es nicht so dick ist. Und wieder dasselbe, ich muss da runter irgendwie hinkommen, zu den $13. Und ich möchte jetzt da eine Drahtbrücke setzen, Mausrad drücken, dann kommt mein Pad. Dann fahre ich quasi wiederum in dem Fall vertikal. Das würde ich jetzt knapper hingeben, ich mache das dann gleich richtig. Daher und würde dann darüber fahren, da muss ich aber diese Groundleitung zuerst verlegen, das sieht man, na gut, das ist nicht schwierig. Die Groundleitung kann ich ja relativ einfach rausziehen. Ja, sagt man so leicht. Dann also mal weg zuerst. Also die Groundleitung würde ich dann natürlich so routen irgendwie. Ja, und jetzt kann ich da gerade runter routen. Wir sehen wieder die Drahtbrücke für sich. Kann man besser sichtbar machen, indem man da den Layer ausblenden. Das wären jetzt zwei erlaubte Drahtbrücken. Entweder sie ist horizontal oder sie ist vertikal. Immer gerade. Und ich muss natürlich schauen, dass da kein Bauteil drüber liegt, aber in dem Fall
liegt nichts drüber, weil wir ja die SMD-Bestückung auf der Unterseite haben. Also Drahtbrücken macht man einfach, indem man beim Routen den Layer wechselt und zum Wechseln ein Via setzt und wichtig, den Bohrdurchmesser auf 0,6 mm bringt. Gut, soll euch helfen, bei einseitigen Platinen Drahtbrücken quasi zu setzen.